So, wir sind, wie man auf der Map erkennt, gerade in der Homebase. Und zur Sache Erklärung: Ich habe nicht nur XP gegrindet, sondern auch Kaschmir und habe den Over the Rainbow Schal gecraftet, der uns, wenn ich mich nicht täusche, ja, mehr Verteidigung, mehr Defense-Sachen da unten. Also den habe ich nochmal erkraftet und wir haben, wie man bei den Scherben sehen kann, ich habe Begrüßungskomitee ausgerüstet, was man von den Bildern bekommt, wo dann halt Gemälde um einen rumfliegen, habe das aufgelevelt auf Rang 9, dass wir halt möglichst viele Gemälde haben. Heilung habe ich immer noch drin, aber es ist nach wie vor nicht unbedingt besonders gut. Den leeren Strahl kann ich eigentlich wieder rausschmeißen. Obwohl ich andererseits nicht unbedingt weiß, wofür, weil alle anderen Sachen hier sind jetzt auch eher weniger interessant. Wir könnten den Reflexionsstrahl nehmen und gucken, ob wir damit vielleicht dem einen oder anderen Angriff ausweichen können. Und wir haben den Optimierer auf Rang 5. Silberritter Rang 9, Stufe 4, nach wie vor Level 50, passt sehr gut. Und bevor wir jetzt uns direkt an den Boss wagen, gibt es eine Sache, die ich machen will, schon, glaube seit dem ersten oder zweiten Stream. Und zwar haben wir letztes Mal den Schlachtrossschlüssel gefunden. Und da will ich jetzt noch mal gucken, was uns das Teil bringt. Wenn das ein fieser Kampf ist, den ich nicht schaffe, dann ist das leider so. Und dann wird das was sein, was da einfach mal ignorieren. Genauso wie, kann ich kurz zeigen, der hat denn ja hier oben diesen Raum, wo dieser komische, fiese Boss drin war. Der noch andere Dämonen beschwört. Ich finde cool, wie da gerade der Viech so am nicht komplett wegsterben ist, aber immer nur so wobbelt. Den werde ich wohl auch außen vor lassen. Scheint nicht Story wichtig zu sein. Obwohl ich die Vermutung habe, dass das die letzten beiden Sachen jetzt sind, die wir für die Dame machen sollten, die uns immer losschickt, bestimmte Monster töten. So, aber wir gucken jetzt mal, was der Schlachthausschlüssel uns Schönes bringt. Und dann kann ich ja theoretisch noch mal kurz zeigen, wo ich denn das ganze Grinden erledigt habe. Aber, naja, ist jetzt nicht so wichtig, dass ich das zeige. Ich bin direkt auf den Frosch raufgesprungen. Und drin hier. Das ist tatsächlich ein Bossfight. Cool. Was haben wir denn da? Gucken wir mal, ob wir den schaffen. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Das ist Captain Zombie Boy. Au. Ich werde mal gucken, ob ich ihn tot kriege. Wenn nicht, ist das wie gesagt nicht so schlimm. Muss gucken, wie viele Ressourcen ich da reinbuttern will. Oh, oh ja, bleibt da oben stehen, das ist gut. Ne, doch nicht. Daneben. Ja, macht jetzt allerdings einen etwas einfacheren Eindruck. Daher bedingt, dass wir hier deutlich mehr Platz zum Kämpfen haben als bei dem anderen Boss da oben. Okay, der war gar nicht so schwer. Verderbliche Route. Werfe eine rotierende Klinge, die wie ein Bumerang zurückkommt. Ja, okay, ist jetzt nicht so interessant, muss ich sagen. Aber wir kriegen einen getränkten Schädel dafür. Na gut. Das heißt dann jetzt für uns, wir gehen mal zurück zur Base. Geben die Mission ab, obwohl ich nicht glaube, dass uns das noch irgendwas bringt, was ich einsetzen wollen würde. Oder jetzt extra hochleveln oder irgendwas, was auch immer ich dann machen muss. Aber wir können die Quest noch abgeben und dann ist das ja schon mal schick. Ja, aber der war jetzt tatsächlich gar nicht so schwer dafür, dass man den Schlüssel erst so spät bekommt, um dahin zu kommen.
Oh. Have you learned anything new? Here's what I've turned up on. Den Wiedergänger haben wir getötet, ja, und da oben ist dann wahrscheinlich der Millionärsfluch. Nee, warte mal. Kann gar nicht sein, den Millionärsschlüssel haben wir auch gestern erst irgendwann gefunden. Good work. Aber da ich jetzt eh nicht weiß, wo genau ich dafür hin müsste, lassen wir den, wie gesagt, erstmal außen vor. Wir gucken nur mal, was das jetzt für ein Schwert war. Banditenklinge, ein Schwert mit verborgenen Fähigkeiten. Das ist unglaublich unhilfreich. Aber ja, gut, das soll jetzt nicht weiter stören. So, wir speichern das mal schnell. Welcher war denn jetzt der? Der hier. So, dann Double Check. Wie sieht's mit unseren Sachen aus? Wir haben 5 Heiltränke, 3 Elixiere. Drei Elixiere ist beides Max. Mehr können wir davon nicht haben. Das heißt, ich denke mal, damit kommen wir ganz gut hin. Das stellt halt viel Gesundheit her, in Anführungszeichen. Aber das ist einmal eine komplette Heilung. Damit kommen wir, glaube ich, ganz gut zurecht. Achso, und ich habe, glaube ich... Ja, wir haben noch die Reißbälle und das Spiegelei notfalls, um uns ein bisschen zu heilen. Und ja, dann gehen wir doch jetzt mal zum Grimoire-Boss. So, und da so hin und dann müssen wir, wie gesagt, einmal durchkommen, ohne uns heilen zu müssen. Aber das sollte kein Problem sein. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht, immer mal, weil ich hier ein bisschen auch Geld gefarmt habe. Okay. Wir wurden jetzt getroffen, aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir brauchen kein Heilzeug. Und der Raum hier ist mir nach wie vor ein bisschen suspekt, weil hier einfach nichts ist. Meine Vermutung ist, hier haben wir dann den letzten Kampf gegen Dominique. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wo muss ich lang? Hier lang. Ne, die lassen wir hier einfach links liegen. Ah, die bisschen Damage können wir auch noch vertragen. Ja, man sieht, sie rennen einfach an allem vorbei. Na gut, jetzt will ich hier schon aus Versehen hin, dann können wir auch die Kiste einsammeln. Na nun, da wolltest du gerade nicht nach vorne rutschen. Die Dinger habe ich übrigens festgestellt mittlerweile. Das sind die Satan, die wir zwischendurch mal gesucht hatten. Von denen kann ich wahrscheinlich dann den Satanszahn kriegen. Aber eine andere Waffe bauen macht halt eh nicht so viel Sinn, weil wir müssen ja eh diese Sangetsuro benutzen. So, dann überschreibe ich jetzt den hier mal. Als Dings vor dem Boss. Achso, jetzt bin ich nicht extra hingelaufen, aber ich kann es ja mal zeigen. Gegrindet habe ich... Wo habe ich denn? Hier. Denn hier ist so ein großer Drache. Wenn man hier rausläuft, wieder rein, dann hat man quasi direkt den großen Drachen und da habe ich XP gefarmt. Weil die Level, die ich jetzt extra habe. So, und bevor wir jetzt hier reingehen und ich das vergesse, werde ich mal mein Schwert wechseln. Sangetsuto. Einfach weil ein neuer Stream ist, werde ich die Szene hier mal durchlaufen lassen. I have you now. Nehon Jakuzo. Ja! You just made your last mistake. Well. Good luck, Miriam. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, da fehlt Musik in der Szene. To wield it, it poses no real threat to me. Wrong, demon. Songetsu's wrath and mine are now one. You used Jibel, and now you will pay. Very amusing, wench. I do not have time for this. But seeing as I need your crystal, you leave me no choice. Your wretched plans end here.
Bael, King of Kings, must be summoned. Prepare to be brought in line. So, und das hier sind jetzt die Bilder. Ich weiß gar nicht, ob ich die dort schon gezeigt habe. Ja, doch. Die kribbeln. Ich wollte extra in die Richtung weglaufen, weil ich hier mehr Platz habe. Okay. Oh, das wollte ich nicht. Oh nein. Das sind eine ganze Menge Sichel. Monde, meine ich damit. So, der Mond ist voll. Ist nicht High Noon, it's Full Moon. Okay, das. Nach wie vor Angriff, glaube ich, den werde ich einfach tanken. So, das ist dann der Augenblick, an dem ich mal ganz schnell ein Reisbällchen esse. Einfach nur, weil die eh nicht so viel heilen. Spiegelei auch hinterher, aber das ist genug HP. Okay, jetzt kommt die Schere. Upp. So, den habe ich jetzt mal mit Absicht gefressen. So, dann kommen jetzt die Heiltränke. Ich glaube, Hälfte HP reicht mir erstmal. Ich sollte vielleicht versuchen, nicht ständig einfach in sie reinzuspringen. Okay, und da haben wir's. Und wir bekommen Dimensionsverschiebung. Teleportiere dich über eine kurze Strecke in die vorgegebene Richtung. Okay, cool. Ja, was ein paar Level nicht alles ausmachen. Ist hier irgendwas? So, dann werde ich jetzt das Schwert mal wieder wechseln. Ich glaube nicht, dass ich Sangetsuto jetzt noch brauche. Und ich werde mal die Scherbe ausprobieren. Dimension Shift! Dimension Shift! Dimension Shift! Okay, wenn ich einfach nur drücke, ohne eine Richtung vorzugeben, macht sie gar nichts. Dimension Shift! Dimension Shift! Dimension Shift! Ich meine, das ist spottbillig, mana-technisch. Aber mal gucken, ob sich das lohnt. Auf jeden Fall geht es schneller als... Das hier unten sieht immer noch komisch aus. Aha. Ja, guck. Da hätten wir nochmal maximal Mana bekommen können. Ja, das geht halt trotzdem schneller als der Lichtlaserstrahl-Dings, mit dem wir uns sonst teleportiert hätten. Ja, das ist nicht weiter wichtig. So, wir speichern. Und dann gucken wir jetzt mal, ob meine Theorie richtig war und in diesem Raum da oben wirklich ein Dominik auf uns wartet. So. Wir haben dreimal volle Heilung noch. Die habe ich nicht benutzt gerade. Damit sollten wir also ganz gut hinkommen. Hier lang wollen wir. So. Jetzt gucken, der Raum ist da oben. Wir könnten noch mal kurz zur Base teleportieren und wirklich Heiltränke technisch komplett auffüllen. Ich tank jetzt hier einfach mal ein bisschen Schaden. Ich glaube, das ist keine so schlechte Idee, weil wenn das wirklich, wie meine Vermutung ist, der letzte Fight ist... Okay.
Meine Vermutung war anscheinend nicht ganz so richtig. Dann gehen wir generell eh mal zur Base zurück und quatschen eine Runde mit Johannes, würde ich vorschlagen. Ups. Hi, Miriam. What are we transmuting this time? Okay. Gott herstellen. Ein Trank. Yeah. There, all done. Mega Ether. Na gut, Magie benutzen wir nicht so viel, dass ich das unbedingt bräuchte. Okay, hier gibt's schon mal nix. Hast du mir was zu erzählen? What can I do for you today? Anscheinend nicht. Dann kaufen wir einfach nur Heiltränke. So, so einfache Mahlzeiten kann man sich hier, glaube ich, doch. Oh, wir könnten hier theoretisch jetzt einen Haufen Futter kaufen, was wir dann während des Kampfes zum Heilen benutzen können. Weil ich denke, wir sind okay vorbereitet. Das heißt, wir speichern. Und ich muss mal jetzt kurz was testen. Was ich hier nicht testen kann. Kann damit durch Wände teleportieren. Okay, dann haben wir da hinten nochmal einen Raum gehabt. Ich zeig's kurz auf der Karte. Hier konnte man nicht weiter. Aber ich denke, mit dem Teleport schaffen wir das. Und dann geht's wohl da weiter. Also wieder zurück. Aber gut. Better safe than sorry, wie man so schön sagt. Dann gucken wir mal, ob leveltechnisch das reicht für einen letzten Bosskampf. Da sind wir, da unten wollen wir hin. Trotzdem nochmal kurz zum Speicherpunkt. Ja, weil dann muss ich nicht an den ersten Axtpennern nochmal vorbei. Also wir gehen runter zum Speicherpunkt. Dann sehen wir zu, dass wir da oben hinkommen und prüfen meine Theorie mit dem Teleport. Warum fährt denn die blöde Kanone jetzt plötzlich nach hinten? Hat mich so verwirrt, dass ich mich hier verhaspelt habe. Ja, die gibt's ja wohl nie. Na gut, jetzt würde ich eh gerne zum Speicherpunkt. Das ist ein bisschen sehr. Naja, das ist nicht viel HP, die ich da gerade verloren habe. Aber, aua. Ich hab's ja gerade schon mal erwähnt. Better safe than sorry. Au. Und hier kommt man relativ easy einfach durch. Okay, die Viecher hier könnten ein bisschen problematisch sein. Allerdings auch erst auf dem Rückweg. Aber ich vergesse auch ständig, dass die in dem Raum drinne sind. Also, wenn ich mich jetzt mal ausnahmsweise dran erinnern kann, dann komme ich ja vorbereitet in den Raum. Naja, fast ohne getroffen zu werden. Aber ich denke mal, 90 HP kann ich verschmerzen. So, dann geht's hier hoffentlich wirklich weiter, wie gedacht. Ja. Okay, sehr gut. Ach, jetzt weiß ich auch, wie wir an bestimmte Truhen und so was erst rankommen könnten. Aber gut, dann müssten wir nochmal nach ganz oben. Machen wir jetzt auch nicht. Wir sehen zu, dass wir das Spiel jetzt durchkriegen. Bestimmt an 20 versteckten Räumen und so vorbei. Die Wand hier unten zum Beispiel sieht sehr verdächtig aus. Jawohl.
Da kriegen wir nochmal Kapazität hoch. Jetzt auch eher uninteressant für mich. So, da haben wir einen Boss. Ist hier nochmal ein Speicherpunkt. Tatsächlich. Das ist aber nett vom Spiel. So, kann ja nur noch Dominik sein. So even Grammarie has failed me. Alfred was afraid of what you could do with the shards, but not I. Ihre Idol-Animation da unten in der Ecke ist ja super. Look at you. Is that what you wanted? The crystal? You betrayed us, Dominique. Oh, don't think me ungrateful. I have you and Johannes to thank for teaching me the alchemist's lore and how to control the shards. Shards, I might add, which you gave to me of your own will. Your sacrifice has become my strength. Ich glaube, so viele Scherben habe ich bei ihr überhaupt nicht verkauft. Erst jetzt, als ich gegrindet habe bei dem kleinen Mädchen, denn. Why are you doing this? Because once again, the demons appeared, and once again God stayed silent. While his servants were slaughtered mercilessly, one by one. So I began to wonder, what if there is no God? What if the Lord we grovel and pray before is a lie, and our faith draws power from some other nameless, unspeakable thing? If so, I wash my hands of it. Because God can rot, I decided to seek a higher power. The power to slay gods. Und daran erkennt man, dass das Spiel japanischen Ursprungs ist. Do you realize how many people have died as a result? They deserve to die, because they were weak, and more will follow until I obtain all I desire. This whole mess wasn't enough for you? If the last summoning had been enough, I wouldn't have had to bring you here. You're after a more powerful demon. Sheeple's crystal wasn't enough to summon it, so you needed mine instead. Smart girl. I like that. But your crystal was too clean, too pure. So I made sure you would obtain shards and acclimate yourself to demonic power. Then Grammarie could possess you, after the battle with Jeebel had worn you down. Ja, zu blöd, dass Jeebel irgendwie eine schöne Flasche war. If Zangetsu hadn't betrayed me. Doing the right thing isn't a betrayal. You know what? I never expected to be put in a corner like this. You leave me no choice but to play my final card. Ach, das Buch. I will use my crystal and the Libelogaeth to summon Baal, the ultimate demon. Reicht ihr Kristall dafür? Do you realize what will happen to you? Do you? You don't. So I'll tell you. There's a reason Jeebel survived 10 years ago. What does he have to do with this? It was in his blood. An exorcist, like me. Our blood suppressed the crystal corruption and effectively spared his life. Was sind wir denn? And now I have surpassed him. I command the crystal through Enochian script. No demon is too powerful for me to summon, even if I cannot keep it here forever. But the process is slow. Because I can see the summoning isn't complete. Do you really think you can stop me before then? Oh yes, I do. You don't understand what power is for.
You wield it stupidly, arrogantly, and now you will pay the price. Oh boy. Und du gehst direkt los. Ja, ganz kurz. Ich hab hier den falschen Ring drin. Dann nehmen wir mal den. Das war noch der XP-Bonus-Ring. Okay, viel Schaden macht sie nicht. Was war das denn? Okay. Hier ist sehr schön agil. Ich denke, das ist ein guter Augenblick, um mal schnell mindestens zwei Heiltränke zu nehmen. Das Problem ist nur... Oh, shit. Also sie hat quasi alle Skills, die man im Spiel auch haben kann. Sehr nett. Ja, das Problem, was ich gerade sagen wollte, ist nur, dadurch, dass hier die Bücher um mich rumfliegen, sehe ich nicht so viel, wie mir lieb wäre. Das ging aber. Obwohl wir jetzt wahrscheinlich ordentlich auf den Sack kriegen. Wer denn? Das ist nicht ein Ouroboros. Wie mache ich die Schaden? Okay, einfach auf die verschiedenen Köpfe draufhauen. Das ist allerdings gerade leichter gesagt als getan. Das wäre einfacher, wenn ich mich sehen würde die ganze Zeit. Ach, warte mal, ich kann mich auf das Ding aufstellen. Ah, guck ihn an. Okay. Nicht unbedingt das effektivste Mittel. Das ist ein interessantes Boss-Design. Kann es sein, dass der irgendwie der Platz, den ich hier habe, immer kleiner wird? Oh, shit. Ich werde mal schnell den letzten Heiltrank einwerfen. Oh, was macht sie denn da? Da hätte ich, glaube ich, gerade nicht unbedingt springen sollen. Das ist dann, glaube ich, ein Fall für Elixier. Okay, wir können uns jetzt noch zweimal heilen. Jetzt hängt sie da oben drin. Muss ich irgendwie darauf achten, wenig von den Köpfen angreife? Oder ist das relativ Wurst? Ich meine, jetzt hängt sie gerade in dem hier drin. Falsche Richtung. Ui. Halt, bitte. Ist doch wieder Feuer, was jetzt gleich kommt. I give you death. Das war jetzt aber schadenstechnisch überschaubar. Wenn es halt hier nur nicht die ganze Zeit dieses Laufbandsystem wäre. Ich hab nur meine Probleme, auf die Richtung rüber zu kommen. okay. Einmal noch heilen. Dann war's das. Wo sitzt sie? Sie sitzt in der Katze. Au.
hack und hack und hack. Ich glaube, irgendwie fehlt mir das nach wie vor ein bisschen an Feedback. Aber es sieht fast so aus, als wäre der eine Kopf da schon down. Au. Okay, ich glaube, das war's. Interessantes Boss-Design und nicht, was ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Dominique. She could have done so much good, but... I know. Wait. The Liber Logaeth. The book that started it all. What are you going to do with it? The same thing the Master was trying to do. Before he died, he inscribed Enochian letters onto each of the castle's structural weaknesses. Wie hat er das gemacht? Now, I will use the book to perform a rite here at the heart of the castle. The rite will activate the Enochian script and send the castle and demons back from whence they came. So that's what Alfred was trying to accomplish. We need to begin. Stand back, Miriam. Wäre das nicht clever, vorher aus dem Schloss rauszugehen? Das war eine sehr interessante Kamerafahrt. Ah, okay, wir sind anscheinend weit genug weg. So, Mensch, können wir denn jetzt das Buch kaputt machen? Aufessen oder so? It's over. Yes. You've made the world right again. Not without sacrifice. Jeebel. Alfred. Zongetsu. Jeebel's fate was already sealed. There was nothing you could have done. And the Master and Zangetsu made their own choices. They fought gladly and proudly for what they believed in. Lives like theirs deserve to be celebrated. True. And demons still remain in this world. That reminds me. The Master took note of how I was forestalling your corruption and suggested some improvements. Okay. I think I might be able to stop the crystal from overtaking you permanently. Really? I can't make any promises, but yes, I think. Well, thank you, Johannes. You're very welcome. Come on, let's go home. All right. Jo, das war dann wohl Bloodstained Ritual of the Night. Diesen Schriftzug da immer schon ein bisschen seltsam. Puh, ein paar Worte zum Spiel. Puh, wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht unbedingt viel zu sagen. Auf technischer Ebene ist das Ding absolut sauber. Also mir sind nicht wirklich Bugs aufgefallen. Ein Boss hat sich mal kurzzeitig in der Wand geglitscht, aber mit einem Angriff selbst wieder rausgehauen. Ansonsten, wie gesagt, ich habe vorher nie in Castlevania gespielt, deshalb kann ich da nicht so große Vergleiche ziehen. Deshalb werde ich es auch, glaube ich, nicht machen. Was ich allerdings sagen kann, ist, vom Spielprinzip her hat mir das doch schon sehr gefallen, so diese Rumrennen und Erkunden und dann, wie kommen wir da weiter, wie geht's da und wo finden wir den Schlüssel. Allerdings ist auch genau das aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Kritikpunkt, weil ich oft das Gefühl hatte, dass das Spiel mir einfach nicht gut genug sagt, wo ich als nächstes hin soll oder wie ich da hinkomme.
Es gab halt immer mal so Hinweise, ja, du musst den Dämon in dem und dem Labor töten. Aber ich hatte halt nie wirklich eine Ahnung, wo dieses Labor ist. Und wie im Laufe des Playthroughs sicherlich aufgefallen ist, musste ich dann ab und zu mal einen Walkthrough zu Rate ziehen. Was ich eigentlich nicht gerne mache. Die Sache ist, hätte ich es jetzt nur für mich gespielt, hätte ich einfach alles permanent immer wieder neu abgeklappert, bis ich finde, wo es weitergeht. Aber jetzt im Stream wäre das, glaube ich, ein bisschen zu zeitintensiv und zu langweilig zum Zugucken gewesen. Also ist das tatsächlich der einzige große Kritikpunkt, den ich habe, dass ich nicht wirklich weiß oder nie wirklich wusste, wo genau geht's weiter, was brauche ich dafür. Und selbst wenn sie einen Hint gegeben haben, und das war nichts anderes, halt immer mal einen Hinweis, hier, da findest du einen Dämon, dann war halt nie klar, welchen Dämon meinen sie denn jetzt. Im Nachhinein, okay, meistens waren es dann Bosse, die ich töten musste. Aber gut, das ist tatsächlich das einzige Problem, was ich hatte. Ein paar Sachen, wo ich aus eigener Blödheit nicht weitergekommen bin, wie zum Beispiel die eisernen Jungfrauen, dass ich die greifen und bewegen konnte. Dadurch, dass ich vorher bei einer anderen eisernen Jungfrau irgendwie die Stacheln rausbekommen habe, bin ich davon ausgegangen, dass ich das bei den anderen auch machen muss. War nicht richtig, war eine falsche Annahme von mir. Kann man sehen, wie man will, war meine eigene Blödheit höchstwahrscheinlich. Wie gesagt, das einzige Negative dazu, großes, großes Positiv für mich persönlich ist auf jeden Fall der Soundtrack. Sehr, 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 sehr gute Musik. Kann man so nicht meckern. Ging allerdings teilweise ein bisschen unter, aber ich glaube, das liegt auch daran, wie ich für den Stream die Soundabmischung eingestellt habe, also die Lautstärkenregler. Grind-technisch war das jetzt nicht so hart. Ich musste zweimal grinden, was ich zwischen zwei Streams gemacht habe. Also war das relativ easy. Und eigentlich habe ich primär für Items gegrindet das eine Mal. Was nicht mal besonders effektiv war, aber durch das Item-Grinden bin ich auch schon ein paar Level gestiegen. Und dann habe ich noch einmal wirklich XP gegrindet, was in dem späteren Verlauf gar nicht das Problem war. Da gab es dann Gegner, die haben genug gegeben. Mir gab es ja vorhin gezeigt, wo ich das gemacht habe, mit dem Drachen. Ansonsten die Story. Ziemlich convoluted, wie heißt das? Also ich bin lange, lange nicht hintergestiegen, was hier die eigentliche Story ist. Aber durch die Charaktere, die sie im Spiel hatten, ist man doch relativ gut reingekommen. Und vor allem, was mir am meisten geholfen hat, waren tatsächlich die Tagebücher von dem Alchemisten, der die alle mehr oder weniger ausgelöst hat, indem er die Scherben und so was entdeckt hat. Oh, Jesus hat mitgemacht als Lead Animator. Machen die es. Jedenfalls ist man dadurch relativ gut in die Story reingekommen. Ich werde sie jetzt nicht nochmal nochmal nacherzählen, weil ich habe die Story jetzt gerade gespielt und in den Streams, beziehungsweise jetzt auf YouTube im Let's Play, hat man es wahrscheinlich gerade gesehen, wenn man sich dieses Video anguckt. Und was gibt es noch? Die Möglichkeit für einen zweiten Teil haben sie sich ja irgendwie offen gelassen mit dem Satz, es gibt noch so viele Dämonen. Lassen wir uns überraschen. Soweit ich weiß, war das Spiel relativ erfolgreich. Vor allem für ein neues Studio, was aber auf jeden Fall an Direktor lag. Beziehungsweise den Project Manager. Ich weiß, der Name steht da gerade, aber ich werde ihn nicht vorlesen, weil ich einfach auch aus Respekt den Leuten gegenüber ihren Namen nicht unbedingt falsch aussprechen will. Jo. Das heißt, das hier war dann das Ende vorläufig für Bloodstained Ritual of the Night. Für alle, die das jetzt auf YouTube schauen, guckt mal in die Videobeschreibung. Für euch auf Twitch, scrollt mal kurz runter. Da findet ihr einen Link zu meinem Discord-Server. Da gibt es immer Abstimmungen, wenn ich ein Spiel durchhabe, welches ich dann als nächstes streamen und dementsprechend auch auf YouTube hochladen soll. Der kleine Hinweis damit an dieser Stelle. Und da werden wir dann sehen, was wir als nächstes spielen. Was ich mit vorläufig das Ende von Bloodstained meine, ist, es gibt noch eine Sangetsu-Kampagne, die ich jetzt nicht direkt hinten ranhängen werde. Das wird allerdings auf jeden Fall zur Auswahl stehen.
wenn man das jetzt sehr viel später auf YouTube guckt, weil problematischerweise habe ich im Augenblick ja noch, wie man sieht, die Sache drin, dass ich das in relativ kurze Folgen zusammenschneide. Also halbe Stunde bis maximal Stunde war immer so meine Anliegen. Hat allerdings überhaupt bedeutet, dass ich jetzt an dem Punkt für bestimmt noch 2 Wochen Videos habe. Was halt so Ansagen wie hier kommt in mein Discord und votet auf neue Spiele ein bisschen albern macht. Das wird sich allerdings ändern. Ab dem nächsten Spiel, was schon entschieden ist, welches es sein wird, werde ich hier jetzt aber nicht nennen, weil wegen YouTube macht dann da auch wieder nicht so viel Sinn. Jedenfalls, das ist schon entschieden, aber naja, irgendwann habe ich das ja auch durch und dann gibt es wieder eine neue Abstimmung. So, und jetzt, bevor ich hier noch mehr organisatorische Zeug erzähle, würde ich sagen, lassen wir einfach mal die Credits durchlaufen. Ich halte die Klappe und verabschiede mich trotzdem jetzt schon mal vorläufig und bedanke mich fürs Zuschauen bei allem, die jetzt nicht die Credits zu Ende gucken wollen. Vielen Dank fürs Dabeisein und ich hoffe, ihr hattet Spaß.